die Rüstung ab und mach dein Herz weich. Denn schon jetzt bist du ein Star aus Gottes Reich. Hip-Hop in der Kirche? Bei Gospel meets Hip-Hop kein Widerspruch. Lukas Klette alias Überflows rappt zu seinen Beats gemeinsam mit dem Gospelchor der Kirchengemeinde. Deutschlandweit ein einzigartiges Projekt, sagen die Veranstalter. Ich habe einen Song und sage, lass uns singen. Wir machen Terminal 2, eine Story über eine Frau, die in der Schalterhalle sitzt. Da geht's los. Und der Chor sorgt dafür, dass eine 1A-Solistin die Hook bringt, das ist ein Bibelvers, den sie unglaublich schön rüberbringt, und im Hintergrund strahlt alles von diesem Sound und mitten im Airport geht auf einmal die Sonne auf. Wir begleiten ihn und er begleitet uns und das matcht total und ja, genau, macht Spaß und ich hoffe, dass das nicht das letzte Mal ist, dass wir Gospel meets Hip-Hop machen, sondern noch vielleicht das ein oder andere Mal kommen. Mhm. Lukas Klette ist Rapper und Pastor. In seiner Kirchengemeinde in Hamburg-Lockstedt kommen sehr unterschiedliche Menschen zusammen. Hip-Hop passt da gut rein, meint der Theologe. Mit einer Cappy irgendwo anzukommen, weil man so sonst auch immer rumläuft und sich nicht verstellen müssen, das hat ja auch seinen Wert. Und deswegen, Hip-Hop passt in die Kirche, weil Menschen, die Hip-Hop mögen und darin leben und für die das eine Kultur ist, genauso in die Kirche passen wie Menschen, für die Klassik die Musik ist oder Barock oder die lieber Theater mögen. Beim Konzert in Bad Schwartau ist der Funke mittlerweile übergesprungen. Das Musikexperiment nimmt das Publikum mit. Trotz der Partystimmung geht es in den Texten der Songs auch immer wieder um schwierige Themen. Das Thema ist heute von Hoffnung und Leid. Manchmal ist das ja schwer, in der Kirche authentisch zu sein und über schwierige Erfahrungen zu reden und gleichzeitig von Gott zu sprechen, ohne dabei den Glauben zu verlieren. Und wir nehmen uns das heute als Thema vor für Gospel meets Hip-Hop, dass wir auch mal die schwierigen Seiten des Lebens mit viel Groove, mit viel Begeisterung, trotz allem, und aber mit viel Ernsthaftigkeit auch angehen. Wann es für Gospel meets Hip-Hop weitergeht, ist noch offen. Lukas Klette will für die nächsten Konzerte erstmal mit dem Gospelchor zusammen ins Studio und extra für das Projekt eigene Songs schreiben.